Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Geheimakte Tunguska. Wir stehen hier in Max' Büro im Museum und er meinte, er hätte einige Ausstellungsstücke aus diesem geheimnisvollen Raum 8, den wir letzte Folge mit dem Diadem da kenntlich gemacht haben, dass er irgendwas Besonderes sein soll. Und deswegen wühlen wir uns jetzt mal einfach so durch Max Sachen durch. Ich meine, er hat uns immerhin erlaubt. Gucken wir uns erstmal die Maske hier an. Wenn ich mich richtig an meine zuletzt gesehene Inka-Dokumentation erinnere, dann wurden solche Masken bei Opferritualen getragen. Ja, aber es scheint weniger wichtig zu sein. Was ist mit dem Schild hier? Der Schild eines Pygmäenkriegers aus dem Jahre 1687. Könnte auch 1688 sein. Oder aus Asien stammen. Oder so. Ah ja, wie man merkt, sie hat Ahnung. Ich wüsste es jetzt allerdings auch nicht. Vase. Sieht uralt aus. Allerdings habe ich so eine auch letzte Woche bei einem schwedischen Möbelhaus gesehen. Aber ich denke eher, dass sie uralt ist. Ja, wer weiß, das schwedische Möbelhaus finde ich auch noch sehr passend. Da oben ist noch eine Vase. Eine Vase aus der Ming-Dynastie. So eine habe ich als Kind mal runtergeschmissen. Komm, mach noch mal. Schade. Noch eine, ganz viele Vasen. Die könnte antik sein. Mehr kann ich dazu leider auch nicht sagen. Schauen wir uns mal die Reliefscheibe hier oben an. Ja, die scheint wichtiger zu sein. Ich glaube, das ist irgendeine Art von Kalender. Wie man den liest, weiß ich aber auch nicht. Da ist eine Das Münze. Ding ist offenbar nur eingesetzt. Ich glaube, das gehört gar nicht zu der Reliefscheibe. Ja, aber ich weiß, was man damit machen muss. Wir haben noch den Münzkasten im Büro von Ninas Vater. Da fehlte doch eine. Ach, sie kann ja gar nicht laufen, das vergesse ich immer. Ich glaube, das wird in den nächsten Teilen aber eingesetzt als Laufen. So. Die Münze passt perfekt zu den anderen. Sehr schön. So. Kriegen wir erklärt, was wir hier machen müssen? Also ich meine, ich weiß zwar noch, aber gibt es irgendwo Rätselhilfe? Nee. Auf dem Zettel steht: Und der Fürst sprach zu der Prinzessin, ob in der senkrechten, der waagrechten oder den beiden Hauptdiagonalen. Achte darauf, dass niemals die gleichen in Reihe und Glied stehen. Soll das irgendwas mit den Münzen zu tun haben? Also senkrecht, waagrecht und diagonal dürfen nicht die gleichen, also quasi Sudoku hier. Alles klar. Dann ordnen wir das mal erstmal die großen an. Ah ne, jetzt sind die ja auch in der Diagonalen. Wohl diagonal. Das könnte ein bisschen schwer werden. Warte mal. Obwohl, ne. Die dann dahin, die da. So, jetzt sind die schon mal nirgendwo diagonal. Dann lassen wir die mal hier. Lassen wir die hier. So, dann darf hier und hier keine sein von denen. Da ist die nächste, darf erst da. Hallo? Kannst du die ersetzen? Nein. Warum nicht? Okay, so geht. Aber nicht durch eine selbe Münze. Ah, interessant. Ja, wie gesagt, die darf da eigentlich sein. Jetzt ist nur das Problem. Nee, es geht ja irgendwie gar nicht. Oh, warte mal, in den beiden Hauptdiagonalen. Also so. Und so. Heißt hier dürfte, das ist jetzt keine Hauptdiagonale, oder? Hauptdiagonalen wären wirklich hier von Seite zu Seite. Dann müsste die nächste von denen hier sein. Genau. Und dann die letzte hier. Irgendwie das Gefühl hat, dass das gar keinen Sinn macht, was ich tue, aber egal. So, dann tun wir einfach mal so, als wäre das okay, dass die da wäre. Dann muss die nächste dahin.
Die dann. Die dann da. Und die da. Ja, nö. Nee. Das kann irgendwie nicht sein. Warte mal, warte mal, warte mal. Die sind jetzt irgendwie alle blöd. Kann eine von denen ersetzen? Nee, ist aber so oder so ist eine falsch. Muss eigentlich da sein. Ich vergesse mal, was die Hauptdiagonale ist. Ich hoffe, ich interpretiere das richtig. Dann kann die da bleiben. Dann die Nummer anders. Ich weiß noch nicht so ganz, ob das stimmt. Dann die dahin und so. Ach nee, scheiße, da ist die. Das ist ein bisschen. Nee, jetzt habe ich mich ja vollkommen verrannt hier. Blöd. So. Die beißt sich mit keiner, die auch nicht. Auch nicht. Also hier oben passt alles quasi. Jetzt passt es aber hier unten nicht. Ich die wechsle, sind die wieder in der Hauptdiagonal gegenüber. Mit der da. Oh Gott. Doch ein bisschen schwieriger als gedacht. Nee, das ist ja jetzt absoluter Humbug, was ich hier mache. Warte mal, kann man das neu starten? Nee, schade. Nee. Nochmal. Versuchen wir das mal irgendwie im Quadrat anzuordnen. Vielleicht klappt das ja auch. Oder muss doch quasi eigentlich immer ein Quadrat sein. So, jetzt müsste dann das dahin. Ja. Und stattdessen von der müsste die hier hin. Sieht im Moment ja irgendwie ganz, ganz lustig aus. Dann du vielleicht dahin. Dann ist sie ja schon da hinten wieder im Weg. Egal. Wir richten das mal aus. So, bleib du mal da. Wo auch da. Und dann dorthin. Stimmt ja auch schon wieder nicht. So, müsstest du quasi einen höher. Und du auch. So, dann schauen wir mal, wo passt es nicht? Es passt schon mal hier nicht. Wollen die mal da hoch? Ja, nee. Warte einen Moment. Die mal da hoch. Ich sagte, ich hoffe, das hier. Richtig, so dann passt ihr zwei noch nicht. Dann vielleicht und die zweimal getaucht. Nee. Warte einen Moment. Scheiße. Ich glaube, ich habe am Anfang schon irgendwas falsch gemacht und mir hier ordentlich was verwurstelt. Die ist eigentlich gerade die nervige, die ich weghaben will. Aber wie mache ich das denn am schlauesten?
Mal dich nach da. Und du mit der tauschen. Du mit der? Ach verdammt, jetzt sind die zwei wieder. Nee, auch blöd. Ach, und da unten in der Reihe stimmt ja auch schon gar nicht. Du müsstest ja mit der tauschen. Da wieder die zwei hier. Nee, da könnte ich schon wieder kotzen. Auf Warte dem mal. Zettel steht, und der Fürst sprach zu der Prinzessin. Beiden Hauptdiagonalen. Wie man merkt, ich bin nicht so der Sudoku-Fan, aber irgendwie kriegen wir das schon hin. Wie kriege ich die denn jetzt schlau mal da weg? Dich mal hier. Nee. Warte mal. Dich auch mal hier mit getauscht. Hier habe ich wieder eine Hauptdiagonalen da eine. Ich mal dahin, dann bist du da oben aber wieder falsch. Dann stimmst du auch wieder nicht. Ist das ärgerlich? Weil du dann dahin, nee. Dieses Diagonal fickt mich gerade. Ups, Entschuldigung. Och, komm schon. Was sehe ich hier gerade? Oh, ich hasse dieses Rätsel. Einen Moment. Mal nachdenken. Also, egal wie ich hier wieder rumschiebe, habe ich den Kack da wieder. Das nervt mich. So, dich mal vertauschen. Dich vertauschen und dich vertauschen. Wo passt es dann wie? Ich krieg's Kotzen. Ey. Jetzt sind die zwei. Ist egal, wie ich es mache. Ich habe immer hier diese zwei gleichen in der Mitte. Da dann auch wieder, wenn ich das so tausche. Ich bin ja eigentlich auch fast ein bisschen dumm. Also eigentlich muss ich mich mal, glaube ich, hieran orientieren. So, jetzt ist in der Reihe nirgendwo das Gleiche. So, das heißt, da drüber und da drunter kann schon mal nichts hiervon sein. Auch nicht daneben. So, jetzt versuchen wir es mal von der anderen Reihe aufzuziehen. Von der anderen Seite meine ich. Ruhig in der Reihenfolge auch. So. Nee, die muss dann entgegengesetzt sein, die Reihenfolge. Dann Gold von mir aus. Nee, kann ja auch schon mal nicht sein. Aber du könntest dahin. So, dann muss das Ding eigentlich dahin? Das ist ja schon da.
tun wir das von mir aus da oben hin. Dann muss da unten. Da unten eigentlich wieder. Warte mal. Ich verwirre mich hier gerade selber. Unten das eigentlich hin. Oder bin ich blöd? So, jetzt ist in der Reihe nicht dasselbe. Also in der Hauptdiagonalen kann schon mal nichts falsch sein. Und in der auch nicht. Jetzt muss ich ja eigentlich fast nur drumrum puzzeln. So, hierfür quasi der. Nee, der kann ja gar nicht dahin. Dann. Warte mal, warte mal. Die zweimal tauschen. So. Dann muss da oben eigentlich das hin. Ah, da unten eigentlich nochmal so ein blöder Engel. Oder da oben. Wollen wir mal da oben hin. Ja, wie gesagt, ich muss mal ein bisschen auf die Diagonalen achten. So, was ist hier dann noch falsch? Das Ding, da bräuchte ich dann. Warte mal, in der Theorie, da muss ja. Tun wir mal so, als müsste da der Engel bleiben. Dann kämst du erstmal dahin, damit du aus dem Weg wärst. Dann müsste das schon mal so rum. Jetzt passt es aber natürlich wieder nicht. Wenn ich dich jetzt so rum. Hakt es wieder irgendwo? Ich könnte kotzen. Wo hakt es denn? Hier in der ist nichts gleich. Hier in der ist nichts. Scheiße, darf auch generell diagonal davon nichts. Ach nee, hier ist wieder. Ah, sehr schön. Huch, eine Klappe ist aufgegangen. Scheint eine Art Geheimfach zu sein. Wozu braucht mein Vater sowas? Da sind Unterlagen drin. Es geht um die Forschungsreisen meines Vaters. Hier steht, dass er 1958 Leiter einer geheimen Expedition in die Tunguska-Region war. Offenbar wurde nach dieser Expedition von höchster Stelle versucht, die Ergebnisse geheim zu halten. Dreht sich irgendwie um sonderbares Pflanzenwachstum. Papa wollte trotzdem weiterforschen, aber ihm wurden alle weiteren Untersuchungen untersagt. Er ist dann anscheinend trotzdem nochmal in die Region gereist. Auf eigene Faust, nur in Begleitung eines gewissen Manuel Perez und eines einheimischen Führers. Das war 1977. Wenn ich das richtig verstehe, ist bei dieser Expedition aber einiges schiefgelaufen. Diesem Perez ist irgendwas Schreckliches zugestoßen und die beiden wurden verhaftet. Was genau mit ihm in dieser Nacht geschehen ist, konnte mein Vater bis heute nicht in Erfahrung bringen. Und Perez ist seitdem spurlos verschwunden. Mein Vater schreibt etwas später, dass er bereits hier hätte erkennen müssen, dass Menschenleben immer wichtiger als die Forschung sind. Was meint er damit? Ich sollte vielleicht mal Max dazu befragen. Der kann mir vielleicht auch die ganzen Formeln und wissenschaftlichen Ausdrücke erklären. Und hier ist auch noch ein Brief von irgendeiner Gesellschaft in Irland. Aber das sind nur leere Seiten. Ich brauche definitiv Hilfe. Vielleicht weiß Max ja was darüber. Tut mir leid, ich habe immer noch nichts. Aber ich? Wie das mit dem Verschwinden meines Vaters zusammenhängen soll, weiß ich zwar auch noch nicht, aber ich habe in einem Geheimfach Unterlagen meines Vaters gefunden. Es ging um eine geheime Expedition und seltsame Vorkommnisse und... Hey, ganz ruhig. So schnell komme ich nicht mit. Komm am besten mit in das Büro meines Vaters. Ich zeige dir die Unterlagen und dann sollten wir uns vielleicht doch mal seinen Aktenschrank vornehmen. Okay, gehen wir rüber. Ich hatte doch gesagt, dass ihr euch hier nicht mehr blicken lassen sollt. Glaubt mir, es wäre wirklich besser gewesen, wenn ihr euch aus der Sache rausgehalten hättet. So bleibt mir keine andere Wahl als... Ah!
Oleg Kamborski? Da bin ich gerade noch rechtzeitig gekommen. Seid ihr in Ordnung? Ja, ich glaube schon. Was machen Sie hier? Und was wollte der Kommissar eigentlich von uns? Wollte der uns erschießen? Na, zum Spaß wird er die Waffe bestimmt nicht auf euch gerichtet haben. Wir sollten hier weg, bevor der Typ wieder aufwacht. Tut mir leid, dass ich bei unserem ersten Zusammentreffen so unfreundlich war. Ich habe das Gefühl, dass ich seit einiger Zeit verfolgt werde und meine Nerven liegen derzeit etwas blank. Ich kenne deinen Vater natürlich. Genau genommen sogar schon sehr lange und sehr gut. Ich war damals mit ihm auf einer seiner Expeditionen. Zusammen mit dem Kubaner Manuel Perez, einem irischen Biologen, dessen Namen mir gerade nicht einfällt, und einigen Helfern, waren wir damals in der Tunguska-Region. Ich will jetzt nicht im Detail auf die Vorkommnisse von damals eingehen, aber aus irgendwelchen Gründen scheint sich gerade jetzt jemand sehr dafür zu interessieren. Ich habe das Gefühl, dass nicht nur ich bedroht werde, sondern auch dein Vater und möglicherweise sogar alle noch lebenden Teilnehmer der damaligen Expedition. Beweisen kann ich das natürlich nicht. Aber wenn mich nicht alles täuscht, könnte der russische Geheimdienst FSB dahinter stecken. Schon damals haben die alles versucht, uns und vor allem deinen Vater an weiteren Expeditionen zu hindern. Du weißt über deine Mutter Bescheid? Meine Mutter? Wieso? Was hat die denn damit zu tun? Du weißt, dass sie bei einem Unfall ums Leben gekommen ist? Ja, aber... Ob es wirklich ein Unfall war, ist sehr fraglich. Du saßt damals mit im Auto. Ich fuhr hinter euch, als der Wagen plötzlich ein Brückengeländer durchbrach und in einen Fluss stürzte. Dich konnte ich gerade noch rausziehen, aber beim Versuch, deine Mutter zu retten, hat es mir zwei Finger abgerissen und dadurch... Davon hat mir mein Vater nie etwas erzählt. Er hat bestimmt versucht, dich nicht auch noch damit zu belasten. Wir beide haben uns schon genug Vorwürfe gemacht. Aber genug von damals. Jetzt müssen wir erst mal deinen Vater wiederfinden. Aufgrund der Vorkommnisse der letzten Tage habe ich ein paar alte Kontakte spielen lassen. Einer davon, Sergei, ist in Kreisen zu Hause, die, nun ja, in die ich lieber nicht geraten möchte. Aber er weiß nahezu alles, was eigentlich keiner wissen darf. Nach seinen Informationen wurde in der Tunguska-Region bereits vor Jahrzehnten eine Forschungsanlage errichtet. Und gerade jetzt ist wieder ein Transport dorthin geplant. Angeblich sind nicht alle Wissenschaftler, die dorthin gebracht werden sollen, freiwillig dabei. Diese Forschungsreise und das Verschwinden deines Vaters wenige Tage vor ihrem Start könnten durchaus im Zusammenhang stehen. Das heißt, mein Vater wurde entführt und sitzt jetzt in einem Zug nach Sibirien? Was wollen die von ihm? Auch wenn er seit Jahren nicht mehr offiziell in der Forschung aktiv war, er ist immer noch eine Kapazität auf seinem Gebiet. Sergei könnte uns mit Sicherheit weiterhelfen. Ich soll nach Moskau? Ich habe ein Flugzeug. Wir wären in ein paar Stunden da. Ich weiß, das ist alles etwas viel auf einmal. Aber wenn dein Vater wirklich in dem Zug ist, haben wir keine Zeit zu verlieren. Sobald er erst einmal in der Tunguska-Region angekommen ist, werden wir ihn da kaum noch rausholen können. Dazu ist der Bereich um die Station viel zu gut bewacht. Was meinst du? Ich weiß nicht. Tja, ist vielleicht die einzige Chance. Also, lass uns aufbrechen. Es wäre gut, wenn einer hier bleibt. Vielleicht meldet sich Wladimir ja doch noch. Aber... Nina, wir sollten los, wenn wir noch eine Chance haben wollen, vor der Abfahrt des Zuges anzukommen. Naja, ich könnte mir die Unterlagen deines Vaters ja nochmal ansehen. Aber ein gutes Gefühl... Prima, dann lass uns aufbrechen. Pass gut auf dich auf, ja? Ich werde mir Mühe geben. Ich hätte dich gern. Ja, ich auch. Viel Glück. Oleg hat mir gar nicht gesagt, dass du eine solche Schönheit bist. Hätte ich das gewusst, wäre mein Preis sicher niedriger ausgefallen. Ja, ich freue mich auch, Sie zu sehen. Sie können mir auf der Suche nach meinem Vater helfen? Sergei kann vieles. Einige sagen, Sergei kann alles. Aber Sergei ist bescheiden, also belassen wir es dabei, dass Sergei nahezu alles kann. Ja, die Bescheidenheit ehrt Sie. Worum genau geht es? Ich dachte, das wüssten Sie. Klar. Aber Sergei braucht alle Informationen noch einmal aus erster Hand. Und der Anblick deines Mundes und deiner sich bewegenden Lippen. Wollen Sie mir nun helfen oder mich begaffen? Wie heißt es so schön? Eine Hand wäscht die andere. Okay, also. Mein Vater ist verschwunden.
Ich wollte mich eigentlich mit ihm in dem Museum, in dem er arbeitet, treffen. Als ich dort ankam... Ja, ja, Sergej weiß das. Und was wollen Sie denn wissen? Was hat dein Vater in den letzten Wochen gemacht? Woran hat er gearbeitet? Für wen hat er gearbeitet? Oh. Um ehrlich zu sein, ich habe keine Ahnung. Ich habe mich mit meinem Vater nie großartig über seine Arbeit unterhalten. Er neigt dazu, stundenlange Vorträge zu halten, und ich neige dazu, nach wenigen Minuten in einen Halbschlaf zu fallen. Irgendwann haben wir uns dann darauf geeinigt, die Arbeit als Gesprächsthema lieber außen vor zu lassen. Schlecht. Ganz schlecht. Ja, ich weiß, aber... naja, ist ja jetzt auch egal. Auf jeden Fall weiß ich nicht wirklich, an was und für wen er in letzter Zeit gearbeitet hat. Neben den Sachen fürs Museum hat er immer noch Vorträge gehalten und Expertisen erstellt. Aber was genau? Ich weiß nur, dass er in den letzten Tagen etwas unkonzentriert gewirkt hat. So, als ob ihn irgendwas besonders beschäftigt. Aber was das war? So kommen wir nicht weiter. Ein paar Vögelchen haben in den letzten Tagen schon gesungen, noch heute fährt ein Zug in die Tunguska-Region. Es geht um irgendwelche wissenschaftlichen Experimente. Was genau, weiß ich nicht. Ist jetzt auch nicht wichtig. Auf jeden Fall sind einige alte Freunde reaktiviert worden. Alte Freunde reaktiviert? Wissenschaftler und Ortskundige, die bereits in der Vergangenheit in der Tunguska-Region waren, wurden, nun ja, um Mithilfe gebeten. Einige kamen freiwillig, andere mussten erst überredet werden. Aha, verstehe. Schön. Wie dem auch sei. Könnte gut angehen, dass dein Vater dabei ist. Ist er in Gefahr? Wie kann ich ihn da rausholen? Wenn er keine Dummheiten macht, dürfte er auch keine Probleme kriegen. Normalerweise. Und? Wie holen wir ihn da raus? Wir holen ihn da gar nicht raus. Aber wie bereits gesagt, Sergej kann fast alles. Ein alter Bekannter steht am Nebeneingang des Bahnhofs. Er wird dich reinbringen, dir einen Passierschein und eine Uniform geben. Wenn du erstmal an Bord des Zuges bist, solltest du genügend Zeit finden, um dich umzusehen. Die Wachen an Bord sind während der Fahrt größtenteils mit Saufen und Kartenspielen beschäftigt. Ach ja, du reist unter dem Namen Nina Perkova. Wenn dein Vater wirklich an Bord sein sollte, könnte dich sonst dein Nachname verraten. Ich soll in den Zug alle Wachen ausschalten und meinen Vater im Alleingang befreien? Toller Plan. Wie du deinen Vater da rausholst, sehen wir dann, wenn du ihn gefunden hast. Keine Sorge, so einen süßen Hintern lässt Sergej nicht verschrumpeln. Na, da bin ich ja beruhigt. Entschuldigung, bin wohl ein bisschen nervös wegen meines Vaters. Ich bin wirklich froh, dass Sie mir helfen. Vielen Dank. Schon okay, Kleines. Man nennt Sergej nicht umsonst die gute Seele von Moskau. Und denk daran, auch wenn du Informationen bekommst, mit denen du erst einmal nichts anfangen kannst, Sergej kann damit ganz sicher was anfangen. Okay, ich werde sehen, was ich rausfinden kann. Schönes Wetter heute, nicht wahr? Ja? Viel zu schön, um hier draußen rumzusitzen. Kollege Yushin übernimmt jetzt deine Schicht. Ist das nicht nett von ihm? Was? Wieso? Komm mit, wir plaudern ein bisschen. Das war's wohl mit unserem Kontaktmann. Scheint nicht mein Glückstag zu sein. War das jetzt ein Zufall oder haben die herausgefunden, dass Sergej einen der Wachsoldaten geschmiert hat? Auf jeden Fall habe ich jetzt ein riesiges Problem. Sergej ist erst einmal weg. Mein Handy hat keinen Empfang und ich muss schleunigst in den Zug. Nina, es wird Zeit für eine geniale Idee. Die wird es aber nicht mehr diese Folge geben. Es ist natürlich wieder typisch, dass ich kurz vor Ende in diese mega lange Cutscene stolper. Naja, freut euch, hat der Part ein bisschen Überlänge. Aber jetzt machen wir wirklich erst in der nächsten Folge weiter. Und ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder als Let's Play Geheimakte Tunguska.